Hast du schon? Hm? Hast du schon dein Geschäft gemacht? Kaum spreche ich davon, drückt dann schön Schiss ab. Ah, super. Da hast du fein gemacht, Junge. Das hast du super gemacht. Dann können wir jetzt nach Hause gehen. Wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Rosie, du kleine Streunerin. Was denn du da? Alter, ernsthaft? Er kramt da auch rum. Verscheuchen. Nein. Nein, um Gottes Willen. Jetzt scheißt er da auch hin. Naja, wir lassen den Streuner mal. Komm, wir gehen weiter. Lassen hier den schönen Dunghaufen zurück. Was ist das? Halt. Die nehmen wir natürlich noch mit. Komm mal ganz schnell zurück. Das hat der Boncello nämlich ausgegraben. Das wollte er dir nämlich zeigen, wie brav er da nebenher läuft. So, und die gucken wir uns dann zu Hause in Ruhe an. Rätselhafte Kiste. Gefunden von einem treuen tierischen Begleiter, was sich wohl darin befindet. Tja, finden wir es gleich mal raus, ne? Wieso habe ich eigentlich einen Kackhaufen dabei? Schmeißt sie mal raus, Alter. So, Kackhaufen wegwerfen. Schoss einfach den Kackhaufen dahin. Ach. Käppi, Käppi, Käppi. Was sieht denn aus? Soll er uns für werden? No. Wieso haben wir auch einen Kackhaufen dabei? So. Und nach dem Spaziergang müssen wir mal schnell auf Toilette gehen. Reste nehmen. Und danach müssen wir ganz schnell schlafen. Oh, Lori. Hm, du kommst aber auch gut voran. Was schreibst du denn da? Aha, ja. Mh. Schreiben ist gut, schreiben ist wichtig. Und da wir erst in 2 Tagen wieder arbeiten müssen, haben wir ja dann noch Zeit, mal zu lesen. Das ist sehr gut. Haben wir überhaupt Bücherregal? Na klar, ne? Ja, da. Ist nicht viel, aber immerhin. So, wo sind denn unsere beiden Profis? Ach, da kommen sie gerade nach Hause. Sehr gut. So, Spaziergang ist vorbei. Jetzt vertue dich ein bisschen, den Hund. So. Klo, essen, schlafen. So muss das nämlich sein. Oh, er hat auch noch ein bisschen Zeit zu arbeiten. Bis zur Arbeit, okay. Ach, und was möchte er noch? Einen Schachtisch kaufen und Sympedia durchsuchen, weil ein Geek ist. Ja, wir haben leider nicht so viel Geld. Wo ist unsere ganze Kohle geblieben? Oh, oh, wir müssen dringend... Oh, Boncello. No. So, gut. Du kannst jetzt aufhören mit Schreiben. Du kannst jetzt... Wir machen jetzt. Soll jetzt schon anfangen zu lesen? Macht Lesen Spaß? Jo, Lesen macht Spaß. Oh, das ist gut. Das heißt. Etwas lesen. Da steht nicht, was du explizit lesen sollst. Von daher. Ist das gut. Na, Junge, schmeckt's dir überhaupt?
Nom, ich esse Nom, Nom, Nom. Lecker. So. So, jetzt gehe ich schlafen. Ich lasse den Teller einfach stehen, weil ich ein Chaot bin. Auf der Treppe? Ja, gut, ich geh ins Bett. Tschüss. Klar. So, hier wird erstmal was gelesen. Angie. Ah, ein Buch über. Ah, Daffala Flina. Und das macht Spaß, das steigt der Spaß, sehr gut. Die Aufgabe für die Firma, also für die Arbeit, steigert. Was ist hier los? TV-Staffelpremiere von 6 bis 2 Uhr. Was muss man denn da machen? Heute läuft die Premiere für eine neue Sendung im Fernseher. Schaue sie dir bald an, damit andere Sims dir nicht spoilern. Premiere. Pfirsich ist das neue Orange. Ist eine knaller Serie, die spielt dann im Gefängnis. So, Pfirsich ist das neue Orange. Was ist das denn? Okay. Okay. Ja, okay. Fieber. Was hat er denn? Ach, er hat schon wieder Schmacht. Ach, Junge. Du bist aber auch viel Fraß. Ja, du kriegst gleich was. Warte. Wir müssen erst Pfirsich ist das neue Orange gucken. Ja, du wirst nicht verhungern, Junge. Glaub mir das. Lori ist völlig begeistert von dieser Serie. Aber die spielt ja gar nicht im Gefängnis. Komisch. Oh. Station 19, oder? Warte, wie heißt denn das hier bei uns? Seattle Firefighters. Yeah. Ja, die war super, die Serie. So, Junge, jetzt kriegst du was zu essen. Ach ja. Kann wenigstens keiner spoilern jetzt, hör mal. So, ist. Ist Hund. So, du musst natürlich die Serie auch noch gucken. Aber du musst ja erstmal schlafen. Ach, wir brauchen so viel und wir haben keine Kohlen. Ah, da geht nicht. Was verdienen wir überhaupt? 18 die Stunde. 8 Stunden, aber das ist nicht viel. Ideale Stimmung ist konzentriert. Oh, wir müssen ja zur Arbeit morgen. Übermorgen. Nee, morgen. So. Die kriegt richtig Kohle. Krass. Haben wir eigentlich schon irgendwas Beförderungstechnisches bekommen? Ein VIP-Eimer. Der Steinzeitprozessor. Einige Autoren kritzeln ihre Meisterwerke im Kerzenschein mit einer Schreibfeder aufs Pergament. Bei Level 2 der Schriftstellerkarriere freigeschaltet? Hä? Tja. Romantisches Dekor. Ich würde mal sagen. Nein. Scheiße, wir haben kein Geld. Sonst hätte ich hier ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet, aber wir haben kein Geld.
Das Einzige, was ich machen könnte, wäre den hier draufsetzen. Dann kann sie hier arbeiten. Aber das wäre auch Quatsch. Ah, das ist alles schade. Was kostet dieser Tisch hier denn? Weiß ich nicht, was kostet der? 300. Ne, dann haben wir ja nur noch 439. Es ist nicht so leicht. Es geht gerade nicht voran. Aber wir haben einen zweiten PC. Wir hätten einen zweiten PC zur Verfügung. Wir hätten einen zweiten PC. Er will einen Pool? Er träumt von einem Pool? So. Ja, sie ist auch schon wieder müde. So, bist du hier... Bist du noch am Essen? Ja. Nach dem Essen wird die Blase geleert. Und dann wird noch schnell geduscht. Oh, macht sie das jetzt von selbst? Erstmal spülen. Okay. Und dann wird schlafen gegangen. Tut mir leid, ist so. Es ist 8 Uhr morgens, da geht doch keiner schlafen. Weißt du was? Dann gibt's einen Kaffee. Kostet auch schon wieder Geld. Ah. Merkt ihr was? Wir haben ein Geldproblem. Der pennt erstmal ein bisschen in den Puppen. Okay. Weil der muss auch sonst so nichts machen, ne? Ne. Aber er könnte befördert werden in nächster Zeit. Das ist schon mal gut. Drei Bücher zu Ende lesen. Logikfähigkeit, da brauchen wir aber ein Schachbrett für. So, was machst du denn jetzt? Wie sieht's denn hier aus? Energie fehlt hier. Ja, du würdest gern Kaffee trinken, ne? Du hast Kaffee gemacht. Die hat sich echt einen Kaffee gemacht. Das kostet alles Geld. Okay, was musst du noch machen? Lesen. Oh, da musst du weiterlesen. Bauer ohne Frau. Nochmal lesen. Nein. Etwas lesen. So. Ein einfacher kleiner Haushalt. Ne? Das Nötigste ist da, aber wo ist überhaupt Boncello? Küche ist er nicht. Ist er. Und da kommt er ja. Kaum spricht man von ihm. Wo geht er jetzt hin? Och, er spielt. Er beschäftigt sich alleine. Ja, es gibt Hunde, die können das. Oh, der kleine Schnuffen. Ein. So, die gute Dame liest. Ja. Lies. 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 Komm, wir müssen noch langsam auf 50% kommen. Nicht so verträumt sein. Lesen. Und wieso wirkt der Kaffee nicht? Ja, weil sie noch am Trinken ist. Okay, alles klar. So, Junge. Es ist helllichter Tag. Du musst heute ganz dringend Staffelpremiere gucken. Duschen gehen. Energie reicht erstmal. Komm hier. Erfrischende Dusche. Oh, was hat er denn schon wieder für Probleme?
Musst du schon wieder raus? Och, Junge. Geh mal selbst. So. Energiegeladene SMS schicken, schreiben, üben. Ein Quietschpizza kaufen. Geh kacken. Jung, geh kacken. Guter Mann. So, wie war das jetzt mit dem Lesen? Wo sind wir stehen geblieben? 50%. Hier, weiterlesen. Der Herr der Schaukeln. Lies. Lies das Buch. Oh nee. Wenn ich jetzt hier irgendjemanden anschreibe, dann gibt es wieder Auswärtsaktionen. Muss jetzt gerade nicht sein. So, wir müssen in 20 Stunden zur Arbeit. Okay, da haben wir noch Zeit. Wir stinken wie ein Iltis. Und wir haben Spaß beim Schlafen. Ernsthaft? Na, da ist er ja wieder, der kleine Kacker. Wo hat er denn einen Haufen gemacht? Ja, wo? Wo dampft es denn? Wo dampft es denn? Oder hat er hier nur Strulle gemacht? Ich glaube, er hat nur Strulle gemacht. So. Oh. Er ist schön bei ihr. Ja, liegt in seinem Körbchen. Ja, ich bin müde. Dieser Hund. So. Ach nee, das ist ja er. So, Bücher lesen abgeschlossen. Sehr gut. Ja, perfekt. So, wir haben Freizeit. Jetzt haben wir Freizeit. Wir machen erstmal ein Power-Nickerchen. So, schlafen. Jetzt ist er aufgewacht. So, ich gehe erstmal duschen. Ich stinke wie ein Iltis. Was will er dann machen? Vampirinformationen. Von neuer Show schwärmen. Die musste er ja erstmal gucken. Ach, wie sieht denn das hier aus? Dann musst du ja. Er ist immer noch angespannt. Junge, du hast alles schon gut überstanden. Er will an ein Tagebuch schreiben. So, nach dem Duschen wird erstmal hier aufgeräumt. Wieso geht seine Hygiene eigentlich nicht ganz hoch? Und danach gehst du nochmal duschen. Das stimmt doch hier nicht. Oh, Bouncerlo schläft. Und Reste nehmen. Sehr gut. So. Wir müssen ein bisschen Flow reinkriegen. Ein bisschen Routine, ein bisschen Lauf. Damit das Ganze hier. Alter. Er pisst erstmal das ganze Klo voll. Oh, was hat er denn schon wieder für Sorgen? Intellektuelle Diskussion führen. Okay. Ja, das geht. So, nach dem Essen musst du auch mal was lesen, weil das ist nämlich eine deiner Hauptaufgaben, mein lieber Freund. Aha, Anjim. Ach, er hat gebettelt? Bouncello Essen geben. Dann gibt's Ärger mit der Frau. Wieso ist er eigentlich in der Küche? Was macht er da? Er himmelt den Kühlschrank an. So, was hat sie vor? Die hat doch keine Energie. Ach, die macht erstmal wieder sauber.
Sehr vorbildlich, die Frau. Oh. So, ah, er hat aufgegessen. Das ist schon mal gut. Ah, das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Sehr schön. Was hast du jetzt vor? Was machst du denn autonom? Sit-ups. Sehr gut. So, hier wird erstmal aufgeräumt. Und er gönnt sich erstmal ein Käffchen. Alter, ist das dein Ernst? Du bist doch voll aus... Ach nee, das ist sie. Dir geht's doch gut. Du brauchst doch kein Käffchen, Junge. Was hat er denn? Was habe ich da gerade gegessen? Warum hat er denn Obstkuchen gegessen? Ach, Junge. Ach, Boncello hat auch schon wieder Hunger. Gib dem armen Hund doch mal was zu essen. So. Whipney, Axum.